Meine Damen und Herren, ich darf Sie jetzt recht herzlich im Namen der Veranstalter begrüßen. Unsere Referenten, die ich ganz besonders begrüße, Professor Dr. Markus Reinke von der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf. Herr Reinke ist ein Spezialist für die Landschaftsplanung und Leiter des Instituts für Landschaftsarchitektur der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf. Wir haben Frau Dr. Inge Gotzmann von der Organisation Civilscape, ein europäischer Verband für NGOs, der sich vor allen Dingen mit der Erhaltung und Entwicklung an Landschaften in Europa von Landschaften beschäftigt. Dann bin ich sehr froh, auch Herrn Dr. Röscheisen begrüßen zu können vom Deutschen Naturschutzring. Er ist dort Generalsekretär. Das ist der Dachverband der im Natur-, Tier- und Umweltschutz tätigen Verbände in Deutschland. Mein Name ist Jörg Rehmann. Ich versuche Ihnen jetzt mal das Zustandekommen unseres Mandats kurz klarzumachen. Wir haben trotz Urlaubszeit in einer Ausschreibung über die Notwendigkeit, nach Berlin zu gehen, informiert und haben einen Rücklauf von fast 500 Initiativen, Vereinen und Verbänden bekommen. Wir haben Rückmeldungen angefordert zu den Schwerpunkten regionale Situation, Kritikpunkte und Forderungen an der Energiewende und haben entsprechendes Dokumentationsmaterial angefordert und auch erhalten. Wie kommen die Zahlen zustande? Fast 140.000 Bürger. Ganz einfach, die regionalen Verbände sind durch Kreis-, Ortsgruppen, zum Teil auch als Vereine schon in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz schon als Landesverbände konstituiert, die sich dann bis in die einzelnen Orte, Dörfer und Regionen fortsetzen. Und fast alle diese Organisationen haben ja nicht nur aktive Mitglieder, sondern in fast allen sind auch schon Bürgerbeteiligungsverfahren bzw. Unterschriftenaktionen erfolgt, sodass wir darüber eine Anzahl der unterstützenden Bürger, die dieses Ziel und vor allen Dingen auch diese Veranstaltung hier wollen und unterstützen. Wir haben einen Schwerpunkt in Rheinland-Pfalz und auch in Baden-Württemberg. Sie sehen unten die Zahlen der Bürger, der vertretenen Bürger. Dann haben wir noch die Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern, Hessen, Brandenburg und Bayern vertreten. Die Unterschiede kommen wahrscheinlich dadurch zustande, dass einfach die Entwicklung der erneuerbaren Energien in der Landschaft auch noch unterschiedlich vertreten sind und auch der Organisationsgrad verschieden ist. Aber es sind doch rund 140.000 Bürger dahinter, die durch Mandat diese Veranstaltung erklärt haben. Die Kosten haben bei 10.000 Euro gelegen. Sie sind in weniger als einer Woche durch Spenden finanziert worden. Sie finden, meine Damen und Herren, eine Begleitinfo und alle Unterlagen, Hintergrundinformationen, Dokumentation und Kontaktadressen der unterstützenden Gruppen, Regionen auf dieser Webseite. Meine Damen und Herren, wir haben über 60.000 Windräder, die in Deutschland noch erstellt werden sollen. Binnen weniger Jahre steht die Naturlandschaft, die für Deutschland so charakteristisch ist, zur Disposition. Feld und Acker werden zur Leistungsfläche umdefiniert. Geschützte Tierarten wie Schwarzschwäch und Rotmilan werden plötzlich Opfer einer industriellen Entwicklung. Schwertransporter walzen sich durch den Wald. Angefeuert von einer wild eifernden Politik reduziert sich der Wert von Acker, Wald, aber mittlerweile auch den schönsten deutschen Natur- und Ferienlandschaften auf Windhöfigkeitszahlen, Eignungs- und Vorranggebiete. Der Ausverkauf der deutschen Naturlandschaft ist in vollem Gange. Die Energiewende ist angesagt, ganz gleich, was unter diesem Vorzeichen passiert. Und sie ist ein Milliardengeschäft. Naturschützer werden als naive Spinner diffamiert, so Ulrike Focken in der Taz. Wer auch nur wagt, das Verfahren zu hinterfragen, wird von einem politisch-ideologischen Mob als Verräter und Atomkraftverherrlicher diffamiert. Intrigen, Ausgrenzung, skrupellose Geschäftemacherei erreichen ein bis dahin nicht für möglich gehaltenes Ausmaß. Gerade aus dem grünen Lager ergießt sich eine regelrecht ätzende Flut von Indoktrinationen.
Im flachen Land wachsen die Windräder wie Krebsgeschwüre und genau jene, die sich noch bei Stuttgart 21 an Bäume ketteten, um die zu erhalten, deklassieren jetzt Wälder zu modernen Schauplätzen der Energiewende. Flächendeckend, wie zuletzt vielleicht der 30-jährige Krieg, zieht sich eine Spur der technokratischen Verwüstung durch Flur und Wald. Rund 700 Bürgerinitiativen haben wir bundesweit, tagtäglich werden es mehr. Sie laufen Sturm gegen die Überfremdung und Zerstörung der Landschaft. Gerd Held in der Welt schreibt, die Energiewende ist nur noch Beschwörungsritual. Jan-Philipp Hein demaskiert im Fokus eine neue grüne Spießigkeit und entlarvt die Energiewende als Klimadiktatur. Und noch einmal Ulrike Focken aus der Taz, Zitat, in der grünen Bundestagsfraktion haben die Naturschutzpolitiker schon seit langem nichts mehr zu sagen. Die Befürworter der Energiewende haben sie so sehr an die Wand gedrückt, dass sie keinen offenen Widerspruch mehr wagen. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, die Bürger, die Fachwelt und zunehmend auch die Presse hat durchschaut, dass der eingeschlagene Weg zur Energiewende im Technologieland Deutschland zum unsinnigen, ineffektiven, gewinnsüchtigen und naturzerstörerischen Projekt verkommen ist. Die Bürger lassen sich nicht von der Politik an die Wand drücken. Diese Veranstaltung, meine Damen und Herren, ist die Konsequenz daraus. Wir haben hier trotz urlaubsbedingten Ausfällen ein Mandat von rund 140.000 Bürgern in ganz Deutschland. Sie haben uns über Ihre Bürgeraktivitäten dazu beauftragt. Die Bürger sind fassungslos über das, was hier in Deutschland im Namen der Energiewende an vielen Orten passiert. Frau Dr. Götzmann, was ist los in der deutschen Energielandschaft? Kann Energiewende gelingen, wenn jede Region eine eigene Version davon liefert? Also für die Umsetzung der Energiewende brauchen wir viele Ideen und viele Akteure auf allen Ebenen, von der kommunalen Ebene bis zur europäischen Ebene. Das Problem, das Bürger zurzeit sehen, ist, dass die Entscheidung immer mehr auf die kommunale Ebene verlagert wird. Und wenn dann Bürgermeister und Kommunen darüber entscheiden müssen, ob das Windrad, das 200 Meter hoch ist, in ihrem Dorf gebaut werden soll oder nicht, dann kommt das unweigerlich zu Konflikten, weil das Auswirkungen sind, die nicht nur die eigene Kommune, sondern natürlich auch alle Nachbarkommunen betreffen. Und das Bild, das hier in Spanien aufgenommen wird, wurde von Don Quixote und Sancho Panza, zeigt vielleicht noch mal ganz gut die Sicht einiger Bürger oder das Gefühl einiger Bürger, das sie heute haben, dass sie wieder gegen Windräder kämpfen müssen. Und dann hat Energie immer schon unsere Landschaften geprägt und verändert. Wir haben den Wandel von der Braunkohle hier bei Garzweiler, bei Köln, zu den erneuerbaren Energien, zu Windkraft und hier auch Biomasse. Das verändert Landschaften ganz massiv und der Mensch fühlt sich dann manchmal ganz klein dabei. Vor allem aber hat die Energiewende dazu geführt, dass die erneuerbaren Energien in die Fläche gegangen sind und dann auch im direkten Lebensumfeld der Menschen angekommen sind. Das bedeutet zwar, dass es dort auch kommunale Lösungen gibt und dass die Kommunen Chancen haben, selbst etwas zu gestalten, aber oft sind sie überfordert. Ein gutes Instrument für die Umsetzung der Energiewende sehen wir als europäischer Verband Civilscape, die Europäische Landschaftskonvention. Das ist eine Konvention des Europarates, die eine Planung erlaubt, die integriert Kultur und Natur, und sie fordert auch die Mitwirkung der Bürger bei der Landschaftsgestaltung. Dieses Instrument halten wir für sehr sinnvoll. Deutschland und Österreich sind die einzigen EU-Länder, die diese Konvention bisher leider noch nicht unterzeichnet haben. Und die Partizipation der Bürger ist sicherlich der Schlüsselpunkt für die Weitergestaltung der Energiewende. Ja, danke schön, Frau Dr. Götzmann. Dem steht gegenüber, dass wir beispielsweise in den Ländern wie Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, wo die Verhältnisse zwar im Moment im Ausbau sehr unterschiedlich sind, aber der politische Ansatz sehr ähnlich sind, dass wir dort eine ganz andere Rückmeldung haben, nicht nur von den Bürgern, sondern auch von den Naturschutzverbänden. Im September letzten Jahres
haben sich alle 10 anerkannten Naturschutzverbände des Landes Rheinland-Pfalz zusammengetan und eine Publikation unter dem Titel »Katastrophe für die Landschaft« herausgegeben. Sie verabreichen darin der Politik eine schallende Ohrfeige nach der anderen. Aber bundesweit haben die Verbände eine zwiespältige Position eingenommen. Einerseits wollen sie keine Verhinderer des globalen Klimaschutzes sein, andererseits sehen sie auch die Entgleisung des deutschen Weges in der Energiewende. Die Bürger sehen heute die Position der Naturschutzverbände teils auch mit Vorbehalten. Wenn heute trotzdem ein Vertreter des Dachverbandes des deutschen Naturschutzes hier ist, dann deshalb, weil die Bürger eben keine Windkraftgegner sind, sondern weil sie wirklich eine differenzierte Betrachtung wollen. Herr Dr. Röscheisen, in den Positionspapieren des Deutschen Naturschutzringes zur Windkraft wimmelt es vor Mahnungen und Forderungen nach detailliertesten Umweltverträglichkeitsprüfungen, Ausgleichsmaßnahmen für alle möglichen Tier- und Pflanzenspezies. Je näher man aber in die Regionen schaut, desto mehr werden die Schauplätze der Energiewende zu Tatorten. Wir haben hier eine Karte von Rheinland-Pfalz, von einer Region, einem Bereich von etwa 30, 40 Kilometern. Das, was Sie hier an grünen Punkten sehen, ist die Anzahl der Windkraftanlagen, die dort streuend entstanden sind. Diese Anzahl entspricht schon der doppelten Zahl, die eigentlich vorgesehen ist, und diese Anzahl wird sich noch weiter verdoppeln. Das heißt, wir haben im Endeffekt dann eine Vervierfachung, die streuend über einen gesamten Landstrich hergebrochen ist. Bürger werden so beteiligt, ein Fragebogen mit Ja, ich bin dafür oder Nein, ich bin dagegen, ein paar Informationen über Geldgewinne, die die Gemeinde bekommen, ein paar Informationen über Umweltschutz, dem man dient und das Atom, von dem man sich verabschiedet, und dann wird abgestimmt über diese Maßnahmen, kein Einzelfall. Ein Beispiel aus dem Hunsrück, der Rotmilan an einer Stelle, wie er in seinem Gelege von Naturschützern fotografiert wurde, dasselbe Bild im Angesicht der Windkraftplanungen, das Gelege ist beseitigt worden. Die Gemeinde hat Interesse am Bau eines Windparks. In Mecklenburg-Vorpommern derselbe Fall. Historische Gebäude werden überprägt von Windkraft und ganze Gruppen von Orten werden umstellt ringsum mit einer Vielzahl, eine realistische Darstellung übrigens, die von einer Fachfirma angefertigt wurde, kein Einzelfall. Herr Dr. Röscheisen, welche Kritik haben Sie am Vorgehen der Akteure zum Naturschutz, wenn Ihre Landeskollegen auf die Barrikaden gehen? Ja, meine Damen und Herren, zunächst mal vielen Dank für die Einladung zum heutigen Gespräch. Ich finde es sehr gut, dass sich in der Bevölkerung Unmut äußert über Dinge, die völlig ungeordnet vor sich gehen und dass dieser Unmut sich auch artikulieren kann hier in Berlin vor den Medien. Das zeichnet eine Demokratie aus, finde ich sehr wichtig. Ja, der Deutsche Naturschutzring ist ja der Dachverband der Deutschen Natur- und Umweltschutzverbände. Wir sind der viertgrößte in Deutschland mit den uns angeschlossenen knapp 100 Verbänden, 5,5 Millionen Mitglieder, eine ganze Menge. Und es ist ja klar, dass wir auch innerhalb unserer Organisation permanent die Auseinandersetzung führen, gerade um eine natursozialverträgliche Durchführung der Energiewende. Und ich muss vielleicht noch vorausschicken, dass die Energiewende ja nicht abgehoben im Raum steht, sondern unserer Meinung nach ein wichtiger, sehr zentraler Teil, der von uns seit einigen Jahren zusammen mit anderen Organisationen, wie etwa dem Deutschen Gewerkschaftsbund oder auch der Evangelischen Kirche in Deutschland, geforderten Transformation, also der Umwandlung unserer Wachstumsgesellschaft, die rein auf das Anwachsen des Bruttoinlandsprodukts ausgerichtet ist, hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft, die auch Rücksicht nimmt auf zukünftige Generationen und die nicht völlig einseitig auf Wirtschaftswachstum abgestellt ist. Das muss ich vorweg sagen, weil damit zusammenhängend ist natürlich auch die sehr stiefmütterliche Betrachtung, Behandlung des wichtigen Themas Energieeffizienz, Energieeinsparung, die in Deutschland ja absolut nicht vorankommt. Ja, man kann sogar sagen, dass die jetzige deutsche Bundesregierung eine wirksame Umsetzung der EU-Energieeffizienzrichtlinie blockiert. Das ist ganz einfach. Solange
die Energieeffizienz nicht beim Umweltressort angesiedelt ist, sondern beim Wirtschaftsressort, hat natürlich der Wirtschaftsminister überhaupt kein Interesse daran, weniger Energie wie bisher sozusagen in den Umsatz zu bringen. Und das ist ein grundsätzliches Problem. Davon abgeleitet dann ganz klar, wir sagen, es fehlt an einem Gesamtkonzept für eine Energiewende, die sorgfältig durchdacht, auch mit der Bevölkerung diskutiert, in den einzelnen Bundesländern dann systematisch umgesetzt wird. Und wenn ich dann wirksam diskutiere, wie ist denn überhaupt der zukünftige Energiebedarf in Deutschland und in den einzelnen Bundesländern und ich dann der Energieeffizienz, der Energieeinsparung entscheidende Bedeutung zubemesse, fällt die Energiewende, der zukünftige Bedarf natürlich völlig anders aus, wie wenn das zurzeit der Fall ist. Und das führt natürlich dann auch dazu, so etwas, wie ich finde, unglücklichen Situationen, dass dann innerhalb von Parteien, die eigentlich der Naturschutzseite und dem Umweltschutzseite wie den Grünen sehr offen sind, das Thema Naturschutz dann, ich habe das selber mehrfach erlebt in Diskussionsrunden, stiefmütterlich behandelt wird, dass das Thema Energiewende zu sehr in den Vordergrund rückt. Und das hängt damit natürlich zusammen. Ja, wenn man das also dann geordnet macht, eine systematische, ein Gesamtkonzept entwickelt, wie die Energiewende vorangehen kann, kommt man natürlich sehr schnell zu der Überzeugung, zu der Notwendigkeit, dass man einen Restbedarf an Energie, wir sagen mindestens die Hälfte des heutigen Energieverbrauchs muss eingespart werden, mindestens die Hälfte, das ist eine kleine Revolution, aber es geht. Ich sage nur als Stichwort, damit Sie das nachvollziehen können, Mobilität, Verkehrsbereich, der bisher völlig außen vor ist vor der Energiewende. Dort finden immer schwerere Geländewagen, immer größere Anteile am Absatz, die immer mehr Benzin verbrauchen, völlig unnötigerweise. Und das ist so ein Beispiel, wie es nicht sein müsste. Die Deckung des restlichen Energiebedarfs, ich habe ja gesagt, 50% ist einzusparen von heute, sollte unserer Meinung nach, weil eben das die natur- und umweltverträglichste Form ist, ausschließlich durch erneuerbare Energien abgedeckt werden. Und da spielt natürlich auch die Windenergie eine gewisse Rolle. Deswegen sagen wir, wir sind nicht generell gegen erneuerbare Energien, können wir ja gar nicht, weil sie ja 100% decken sollen. Wir sind auch nicht gegen die Windenergie, aber wir wollen, dass die Windenergie planerisch nach der Raumordnung, nach der Regionalplanung und abgestimmt mit der Bevölkerung eingesetzt wird. Das ist ein völlig anderes Vorgehen wie das zurzeit in Rheinland-Pfalz, wo praktisch die Entscheidung von der Regionalplanung nach unten gegeben wurde, also von der Landesebene runter auf die kommunale Ebene. Und wo dann, das können Sie sich ja einfach vorstellen, Investoren kommen und da sind. Und dann wird dann eben dort gebaut, wo gewünscht wird. Der Naturschutz ist dort auf der Fachebene kaum vertreten. Und ja, das ist der Weg des geringsten Widerstands. Und dann kommt es zu dem nicht geordneten Wildwuchs, den wir leider in Rheinland-Pfalz, aber auch zunehmend in anderen Bundesländern haben. Und unser Ansatz dagegen ist einfach der, wir haben das auch der Umweltministerkonferenz, dem Deutschen Städte- und Gemeindebund, dem Deutschen Städtetag, vielen verantwortlichen Politikern im Bund und Land mitgeteilt. Unser Papier Windenergie in Raumordnung und Bauleitplanung, wo unser Schwerpunkt ganz klar ist, wir sagen, wir wollen das geordnet planerisch haben über die Regionalplanung. Und wir haben auch gesagt, maximal 2% der Landesfläche in den Flächenstaaten dürfen für den Anbau von Windanlagen zur Verfügung stehen. Und wir haben dann auch in diesem Papier eine ganze Reihe von Tabuzonen, von Ausschlussflächen definiert, wo die Windenergie nichts verloren hat. Das fängt an mit Nationalparken. Gut, wir haben nur 0,54% in Deutschland. In Naturschutzgebieten, wir haben knapp 4% der Landesfläche. In EU-Vogelschutzgebieten, FFH-Gebieten, wir haben 9% der Landesfläche dort. Und auch zum Beispiel in alten Laubmischwäldern mit über 100-jährigen Beständen, in flächenhaften Naturdenkmälern, in Lebensräumen mit besonderer Bedeutung, in Flugkorridoren von Zugvögeln zu Rastgebieten und so weiter. Das sind Tabubereiche. Dann gibt es natürlich für die weiteren Bereiche besondere Prüfzonen, etwa für die Landschaftsschutzgebiete. Wir haben in Deutschland etwa ein Drittel der Fläche Landschaftsschutzgebiet. Und dort müssen besondere Prüfungen vorgenommen werden, Umweltverträglichkeitsprüfungen, ob dort Windkraftanlagen Platz finden können. Und vielleicht dann abschließend noch, das Umweltbundesamt hat ja vor kurzem eine Potenzialstudie ermittelt, wie viele Windkraftanlagen in Deutschland rein rechnerisch, planerisch möglich wären, ist zu einer Zahl von 10% gekommen, hat aber da die Naturschutz-, artenschutzrechtlichen Belange, die ich vorhin ja genannt habe, nicht berücksichtigt. Deswegen meinen wir, dass maximal 2%
der Landesfläche in den Flächenstaaten für Windkraftanlage zur Verfügung stehen sollten. Wie gesagt, geordnet, planerisch, auch in Abstimmung mit der Bevölkerung und nicht willkürlich. Das bedeutet, wir brauchen ausreichend Zeit, um das machen zu können, und dann kommt auch die nötige Akzeptanz. Dankeschön, Herr Dr. Rösch-Eisen. Meine Damen und Herren, die Erhebung, die wir im Vorfeld dieser Veranstaltung gemacht haben, hat ergeben, dass den Bürgern die Position der Naturschutzverbände nicht eindeutig genug ist, wie immer das zu werten ist. Die Bürger sehen auch mit Stirnrunzeln die Einflussnahmen aus der Politik in die Verbände und auch umgekehrt das Vordringen von Verbandsmitarbeitern in die Politik, die sich da dann zum Teil doch eher zu Interessenvertretern der Wirtschaft entwickeln. Das sind Entwicklungen, die seitens der Bürger sehr bedenklich erachtet werden. Der gesunde Menschenverstand, aber auch die täglich zu beobachtende Praxis der Windkraftprojektierung zeigt, dass die von den Verbänden geforderten Verträglichkeitsprüfungen ein frommer Wunsch sind, der angesichts des Zusammenwirkens von Verwaltung und Wirtschaftsinteressen wohl kaum Realität werden wird. Herr Professor Reinke, die Grünen sagen, die Produktion erneuerbarer Energie ist in sich bereits Natur- und Artenschutz. Sie sagen, die Produktion von Energie ist nicht Natur- und Artenschutz. Warum ist das so und warum gibt es trotzdem eine Lösung? Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist die Produktion erneuerbarer Energien Naturschutz? Nein, ist sie nicht. Der Betrieb Ihrer Kaffeemaschine, der Betrieb Ihrer Kühltruhe und der Strom, der dafür gebraucht wird, das hat nichts mit Naturschutz, Landschaftsschutz zu tun. Erneuerbare Energien, auch gerade Windräder, haben Auswirkungen auf Natur und Landschaft. Wir haben diese historische Kulturlandschaft gesehen auf dem vorherigen Bild. Wenn wir dahinter Windkraftanlagen stellen, hinter ein Schloss, hinter eine historische Stätte, dann leidet diese Umgebung. Die Arten, Fledermäuse, Vögel, werden natürlich durch Windräder beeinflusst. Wir haben von Windrädern 0 bis 70 Fledermäuse pro Jahr an Verlust. Wenn wir gute Standorte finden, haben wir keine Fledermaus verloren. Wenn wir schlechte Standorte finden, dann schaffen wir 70 Todesfälle pro Jahr. Wenn Sie das auf einen Windpark umrechnen, 5 Windkraftanlagen, Laufzeit, dann reden wir um ungefähr 10.000 Fledermäuse. Für einen Windpark mit 5 Fledermäusen an einem schlechten Standort. Und da reden wir über Arten, die vom Aussterben bedroht sind. Große Abendsegler und Co. Das sind europäisch geschützte Arten. Und wir müssen die Standorte verträglich finden. Ist das im Moment ein ausreichendes Politikziel? Nein, ist es nicht. Wenn ich mir so ein bisschen in Deutschland die Politiklandschaft angucke, Bayern sagt 1.500 Windräder, Baden-Württemberg will etwas mehr Öko sein, die grüne, rot-grüne Landesregierung sagt 1.501. Kann das das Politikziel sein? Ist das die Wahlalternative, die wir haben? Für mich wäre es am wichtigsten, Windräder zu bauen, aber Windräder an den Standorten, wo sie am verträglichsten sind. Ja, Windräder ja, aber an den Standorten, wo sie keinen Schaden verursachen, wo sie Sinn machen. Und dafür brauchen wir eine bessere Planung. Herr Rösch-Eisen sprach das an. Wir brauchen nicht nur ein Klein-Klein von Kommunen, wir brauchen nicht nur völlig unterschiedliche Regelungen zwischen den Bundesländern, sondern wir müssen da eine Harmonie, eine harmonisierte und eine harmonische Abstimmung haben. Und das führt mich ganz kurz zu den Leitthesen. Ich will nicht auf alle Umweltauswirkungen, auf alle Auswirkungen auf Natur und Landschaft von Windrädern eingehen. Das können wir vielleicht in Rückfragen nochmal machen. Aber was brauchen wir, um eine standortgerechte, natur- und landschaftsverträgliche Errichtung von Windkraftanlagen zu haben? Wir brauchen zum einen erstmal tatsächlich die Anwendung bestehender Standards und die Anwendung bestehender Kenntnisse. Wir müssen uns von den wichtigen Fledermausstandorten, von den Standorten von Rotmilan und Schwarzstorch, von empfindlichen Vogelarten fernhalten. Wir müssen diese meiden. Wir haben in Deutschland viel zu wenig darüber getan. Seit 3-4 Jahren können wir erst Windräder über Wald stellen. In den 3-4 Jahren haben wir im Wald praktisch keine Fledermauskartierung gemacht. Wenn wir heute Windräder in den Wald stellen, wir wissen nicht, was wir den Fledermäusen damit antun. Wir wissen es nicht. Das heißt, wir machen dort im Moment einen artenschutzrechtlichen Blindflug.
Das meine ich, wenn ich sage, wir müssen bestehende Standards anwenden und wenn wir die Kenntnisse haben, gut, wenn wir die Kenntnisse nicht haben, dann müssen wir sie schnell schaffen, diese Kenntnisse. Wir brauchen dann auch eine gewisse Zeit, die man uns einräumt. Es kann nicht sein, dass wir das Ziel haben, im nächsten Jahr ganz viel Windräder zu stellen, weil eventuell eine EEG-Novelle droht. Wir brauchen eine gewisse Zeit. Hier muss Ordnung und solide Arbeit vor Geschwindigkeit gehen. Die Windräder bleiben für mindestens 25 Jahre in der Landschaft. Lassen Sie uns diese Standorte vernünftig planen, die Standorte solide auswählen. Dann können wir auch mit den Standorten 25 Jahre lang leben. Wir brauchen eine objektive Planung und räumliche Steuerung, damit wir diese Standorte finden, die für Bürger transparent sind. Wenn wir im Moment so agieren, ein Bürgermeister sagt, ich will Windräder, ein anderer Bürgermeister der Nachbargemeinde sagt, ich will keine Windräder, ein Landrat sagt, ich will Windräder, der nächste Landrat sagt, ich will keine Windräder, dann arbeiten wir hier nicht mit objektiven Kriterien, objektiven Standards und niemand kann von den Bürgern verlangen, dass sie das verstehen. Und wir müssen eine kompetente Wahrnehmung dieser Steuerungsaufgabe, wo sind die richtigen Standorte, die müssen wir kompetent wahrnehmen. Wir können sie nicht in der untersten Ebene, der Ebene der Gemeinden oder Teilgemeinden, ohne Hilfestellung an die Hand geben. Das passiert in Deutschland. In Baden-Württemberg ist die Regionalplanung eigentlich abgeschafft worden zur Verortung von Windrädern. Kleine Gemeinden sollen 200 Meter hohe Windräder verorten und das ohne den richtigen Sachverstand, ohne die Professionalität, das können sie nicht. Wir brauchen also die Planung auf der regionalen Ebene und wir haben eine naturschutzfachliche Planung, die dafür ideal aufgestellt ist. Wir haben sie, sie wird bloß in diesem Kontext leider viel zu wenig genutzt. Das war so mein Ausblick auf die Leitthesen. Ja, vielen Dank, Herr Professor Reinke. Meine Damen und Herren, es gibt Lösungen, wie wir gehört haben, aber die Bürger klagen an, dass weder Qualität noch Einheitlichkeit im Vorgehen verbindlich sind. Ich kann hier nur einen Schattenriss der Unsäglichkeiten zeichnen. Die Richtlinien für Abstände sind in allen Bundesländern verschieden. Die Erkenntnisse über Auswirkungen der Schallemissionen der Anlagen auf Mensch und Tier sind noch nicht gesichert. Beispielsweise im Odenwald gehen öffentliche Mandatsträger und Kommunen Koalitionen mit begünstigten Planungsbüros ein. In Brandenburg werden historische Bauten verschandelt. In Bayern, Rheinland-Pfalz, Württemberg wird ein funktionierender Tourismus durch Windkraftplanung regelrecht torpediert. Bürgermeister rufen da öffentlich zur sozialen Ausgrenzung von Naturschützern und Mitgliedern von Bürgerinitiativen auf. Den Vogel im wahrsten Sinne des Wortes schießen die Bundesländer mit grünen Beteiligung ab in der Landesregierung. In Rheinland-Pfalz redet niemand mehr von Energiewende und Klimaschutz. Seit einiger Zeit werden hier hektisch anberaumte, regelrechte Versteigerungsveranstaltungen durchgeführt. Da wird Landschaft an den meistbietenden Windkraftbetreiber nur um des Geldgewinns wegen verschachert, ganz gleich, ob es um Naturschutz oder Ausschlussgebiete geht oder nicht. Was verboten ist, wird eben nachher erlaubt. Dem in seiner Biodiversität höchstwertigen Sonnwald wird in seiner Bevölkerung und seiner Bevölkerung werden jahrzehntelange Bemühungen um den Nationalparkstatus kurzerhand von ignoranten Staatssekretären abgesprochen. Und dann wird Landschaftsschutz und Natura 2000 Gebieten, Biosphärenreservaten, selbst Wasserschutzgebieten dicht an der Besiedlung hemmungslos herumgespargelt. Rund um den neuen Nationalpark Hochwald in Rheinland-Pfalz ist es genauso. Da wird der Sonnwaldsteig, der internationale Weg der Stille, zum Industriegebiet umgewandelt. Ein seit Menschengedenken bekannter Lebensraum von Wildkatzen und Luchs wird umzingelt von Großbaustellen für Windräder. Dann stellen die rheinland-pfälzischen Staatsforsten zynische Schilder auf, die Wanderer belehren, dass sie die Natur nicht zerstören sollen. Verblendete Bürgermeister versteigern zu irren Visionen eines Windkrafttourismus, während ringsum die Buchungszahlen von Feriengästen in den Keller rutschen und wöchentlich Urlaubsstornierungen empörter Feriengäste wegen der Entwertung der ehemaligen Naturlandschaft folgen. Die Aura von Bestechung, Vorteilsnahme haftet vielen Windkraftprojekten latent an. Neulich verteilte eine Firma an Einwohner eines kleinen Dorfes je 8.000 Euro, einfach so.
Da wird den Menschen der Schneid, für ihre Natur einzustehen, auf schändlichste Weise abgekauft. Wir fordern in dem Zusammenhang auch die Justiz zu mehr Wachsamkeit und Kontrolle auf. In Rheinland-Pfalz legt eine an Verstiegenheit nicht mehr zu überbietende Wirtschaftsministerin Eveline Lemke per Diktat fest, dass der Tourismus vornehmlich nur noch in den Tälern stattzufinden hat. Und dann folgt per Gutachten eine ebensolche Festlegung, was Kulturlandschaften sind und was nicht. Und natürlich, wir ahnen es schon, ziehen windstarke ländliche Regionen bei der Anerkennung ihres Kulturpotenzials den kürzeren. Im rot-grünen Baden-Württemberg, Herr Reinke hat schon gesagt, ist man in der Windkraft noch weiter zurück. Da hat die Landesregierung, wie auch in Rheinland-Pfalz, beschlossen, die Planungshoheit auf die Kommunen zu übertragen. Und damit hat sich die grüne Politik entlarvt. Unter dem Vorwand der Basisdemokratie benutzt sie die finanziellen Eitelkeiten von Gemeinden als Mittel zu einer unrückführbaren Überschwemmungspolitik. Planungschaos, Dammbruchpolitik sind zu einem gewollten Instrument geworden, um die Gegenwehr der Bürger zu überfahren, ein Missbrauch von Demokratie. Mittlerweile üben sich die Regionalparlamente in Scheinabstimmungen und wertlosen Resolutionen gegen Windparks, um die Bürger ruhig zu stellen. Hinter den Kulissen wird dann genau entgegengesetzt verfahren. Eiskalt hat vor allem die grüne Politik die Enttäuschung ihrer Wähler in ländlichen Regionen schon lange einkalkuliert. Sie lebt davon, dass man im städtischen Umfeld die Auswirkungen dieser Politik nicht sieht. Ich habe den Auftrag, Ihnen mitzuteilen, dass die hier vertretenen Bürger und Organisationen diese rein von ideologischem Wahn getriebene Politik aufs Schärfste missbilligen. Das gilt besonders an die Adresse der Grünen im Bund, in den betreffenden Bundesländern und nachdrücklich in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Diese Art der Energiewende spaltet die Bevölkerung in Profiteure und Leidtragende. Mit dem Argument, die Atomenergie sei doch viel schlimmer, werden hier permanente Verstöße gegen Natur und gesellschaftliche als auch rechtliche Konventionen pauschal gerechtfertigt. Das erinnert an dunkle Zeiten der politischen Indoktrination, die wir lange überwunden glaubten. Wenn sich ein Stil durchsetzt, wie in Rheinland-Pfalz seitens der grünen Wirtschaftsministerin Eveline Lemke praktiziert wird, nähern wir uns der organisierten Staatskriminalität unter dem Deckmantel des Klimaschutzes. Meine Damen und Herren, wir begrüßen, dass die Presse, die Medien auch zunehmend die Ereignisse der Energiewende kritisch betrachten. Aber wir haben auch vor allen Dingen in der regionalen Presse das Problem, dass häufig es an kritischer Distanz mangelt zwischen den Interessen der Wirtschaft und der die Berichterstattung dadurch auch in Mitleidenschaft gezogen wird. Solche Medien verkennen das Recht des Bürgers auf eine neutrale, ungefilterte Information. Die Energiewende ist dabei, sich an den schönsten Stellen der deutschen Natur- und Kulturlandschaft wie ein Krebsgeschwür zu verhalten und auszubreiten. Die Botschaft der Bürger lautet: Ja für erneuerbare Energien, Ja für einen energiesparenden Lebensstil, Nein zu der Form der Energiewende, wie sie jetzt derzeitig in einer aggressiven Form stattfindet. Das Maß ist voll. Grüne Energie muss auch grün umgesetzt werden. Die Forderungen der Bürger konkret: weniger Eile, mehr Qualität. Erst das Konzept, dann Planung und Durchführung. Geordnete regionale Planung, bundesweit einheitliche Kriterien. Keine Übertragung der Planungshoheit auf die Kommunen. Beteiligung der Naturschutzverbände. Beteiligung der Bevölkerung, vielleicht mit runden Tischen, Stopp der kontraproduktiven Subventionierung, valide Regelung der Abstandsregelungen zu Siedlungen, Natur- und kulturhistorischen Städten und Regionen, Präferierung der Energieeinsparung und Vorrang für den Artenschutz. Meine Damen und Herren, damit sind wir am Ende des offiziellen Teils angelangt. Wir haben Regionenvertreter aus der Region Brandenburg, Frau Plarre, Frau Bracher aus der Region Rheinland-Pfalz-Westerwald, Herr Kleppe aus der Eifel, Herr Pöttmann aus dem Soonwald, Frau Lampe für den neu gegründeten Landesverband der Bürgerinitiativen, die sich mit diesem Thema befassen. Wir haben trotz Urlaubszeit einige Regionenvertreter. Wir stehen Ihnen jetzt für Fragen zur Verfügung.